Nicht, was wollt ihr, dass ihr tut? Was denkt ihr, dass ihr tut? Sie zerstören. Ich auch davon aus. Also, warum? Also, wobei, warte mal. Warte mal, die Sache ist die, sie weiß nicht genau, was das macht, wenn sie es kaputt macht. Ha, zumindest wird sie es wegsperren, irgendwie Wartenkammermäßig. Klingt logisch. Denke ich auch. So, um den Nachgang der Sache ein wenig abzukürzen. Die Obristin, Terra Name. Delacroix? Delacroix wird die Gesamtheit der Verantwortung auf sich nehmen. Und am Ende wird es so laufen, die Guard-Mechanik verbleibt in der Stadt und wird nicht irgendwie weiter belangt. Aber Juristin Delacroix wird für ihre Verbrechen verbannt. Was im Grunde bedeutet, aus dem Tor geschubst und viel Spaß mit Bleiter. Katapultiert. Also ich muss jetzt sozusagen echt, wie, also, okay, wir schicken die da raus. Ich weiß nicht, Bleiter macht mir irgendwie was Schlimmeres aus der. Nicht, dass Ja, die ihr mal wieder könnt reinkommt. natürlich als Legion da irgendwie interferieren oder hinterher noch Irrit hinterher schicken oder Crimson Gaping oder so. I don't know. Aber das ist jedenfalls was die Generäle in der Stadt tut, denn sie braucht die Guard-Mechanik. So, sie kann die jetzt nicht einfach alle. Vor allem, sie kann jetzt nicht einfach sagen, oh, geht alle, weil da draußen ist Blatter, die sind nicht, können die irgendwo hingehen und dann revoltieren sie und dann hast du ein Problem. Und sie kann dich auch nicht alle einsperren, denn wo, was, wie und was sollen die essen? Ja, ist richtig, ist richtig. Nee, ich verstehe schon, dass sie die ganzen anderen nicht wegsperrt. Ich. Und Bleiter stellt die an. Allesamt. Sodass natürlich Richtig. nicht Delacroix die einzige Übeltäterin hier war, sollte allen inklusive euch klar sein. Aber was will Richtig. man tun? Also, das Wichtigste ist passiert. Das Ding ist, die haben das Dai verloren. Also. Die Frage ist, wie gesagt, macht ihr noch irgendwas damit oder lasst ihr die Frau jetzt einfach in ihren Tod marschieren? Ich würde sie gerne töten lassen. Ich bin Rage. Okay. Oh, Ich die würde. von wem? Ich würde. Weiß ich nicht. Stiehlst du Illrit ein paar. Illrits Gewehr oder setzt du ihn da irgendwie persönlich drauf an? Ich würde ihn persönlich darum bitten. Okay, Von Freund zu dann pass Freund. auf, machen wir da noch vor der Beckett Camp Szene eine Szene draus am Donnerstag. Ja, fände ich ganz schön. Achso, ich bin am Donnerstag nicht da. That's a shame, dann werde ich ihm dies von der Seite antragen. Ja, da liegt dann einfach so eine kleine Nachricht auf seinem Tisch. Hallo Ilred, diese Kugel habe ich nur für Oberistin Delacroix bestimmt. Liebe Grüße, Major Lugar Fragmat. Okay, machen wir so. PS, der nächste Drink geht auf mich. Und dann werden wir schauen, ob er was tut. Sonst noch Dinge? Irgendwas vergessen. Lose Enden. Morita? Nee, ich. Nee, ich denke nicht. Alright, dann machen wir das Buch Cutter's Code 2 an dieser Stelle zu. Machen wir erst Missions-Rewards. No, machen wir erst XP. Mal schauen. Okay. Sollte schnell gehen dieses Mal. Sollte das richtig schnell gehen. Sollen wir bei Luga anfangen oder wer will zuerst? Ja, wir können ruhig bei mir anfangen. Dann schauen wir mal. Du bist eine Offizierin und du hast überlebt. Dafür gibt es ein Ja. XP. Du hast natürlich die hoffentlich alle eine ganzen extra XP aufgeschrieben, die Aspect Actions und so weiter. Es waren drei insgesamt. Also ja. Hast du durch deinen Mut und durch deine Entschlossenheit geholfen? Ich gehe davon Ich würde es aus. nicht geholfen nennen, aber sie hatte definitiv einen Effekt auf die Mission. Ich hab Aber warte, richtig. Mut, Entschlossenheit ist aber nicht die der Officer. Doch. Actually, no, it's Doch. not. Doch, Officer Advancement, if you helped your squad to courage or determination. Das ist der Soldier. Oh, Beim Officer sorry. steht irgendwas mit Planung und Richtig. Strategie. Through enforcing discipline or strategic planning. Er hat Ich habe Discipline enforced, nur nicht gedisziplined. unter euch. Sie hat Discipline enforced, nur nicht unter euch. Okay, ich bin hier gerade im Bobsheets abridged, das ist deswegen okay. Warte mal. Da steht zweimal Officer Advancement drin, da ist nicht ein. Ach, oh Gott. Ist das ein Tippfehler beim Soldier? Ja, beim Soldier steht nämlich auch noch Officer. Ich habe natürlich jetzt dann. Ah. Wo haben wir auf Jamal, einmal vier Officers? drehst da einen Strick draus für mich. Da steht ja zweimal Officer. Ja, okay.
Ja, du hast geholfen, indem du Disziplin oder durchgesetzt hast und strategische Planung, ja, du hast es versucht. Ich hab's auch durchgesetzt. Am Ja, Anfang, als euch da reingedisziplint hat. richtig. Ich würde sagen, das zählt. Ja, ich würde es auch zu sich zählen lassen. Du hast dein Heritage ins Spiel gebracht, wir haben sehr viel Kauderwelsch gehört heute. Bonjour, mes amis, ja. Ich sage ja keine echte Sprache, sowas, also. Nee, Du hast einen Zauber bekommen und es ja. auch ausgespielt. Daran ist doch keine Gelegenheit verstreichen. Und Blight habe ich auch ausgespielt, möchte ich an dieser Stelle Das nur sagen. bringt dir nichts, aber ich Weil bin natürlich froh darum. die zählen beide für denselben XP. Ist mir schon klar, aber ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. Gut. Das höchste Threat Level war wohl 2, das war der eine Typ, der in seiner Exit auf uns zugerannt ist. Jupp. Drei, oder? Zwei. Okay. Sapphire war drei, weil er sich geankert hat. Wenn er sich geankert hätte, was er ja nicht getan hat. Ich habe es trotzdem getan, einfach aus Prinzip. Ich verstehe dies. Dann habe ich sowohl mein Playbook als auch Insight voll. Ich kann mir Scout aktivieren. Hallo, ich finde das fair an dieser Aha. Stelle. Und vom Playbook, was kaufe ich mir davon? Ich glaube, ich kaufe mir ein zusätzliches Trauma. Klingt Ha! Nicht vernünftig. dumm, nicht Okay, der dumm. nächste im Bunde. Der Medic ist an der Reihe, oder? Das heißt, die Medic, die auch überlebt hat und dafür ein XP kassiert. Es ist nicht zu fassen, wie schlimm das gelaufen ist. Ist nicht so selbstverständlich. Ich hatte ehrlich gesagt vor der Mission schon überlegt, das wäre eine Gelegenheit für Amrita zu sterben. Und es sah zunehmend mehr danach aus über die Mission. Das wäre echt schade gewesen. Die haben wir noch nicht so lange als Medic, also. Ja, ich weiß, aber es war Die kritisch. Währungen, die ihr zum Ausgeben hattet, wurden dann doch ein bisschen knapp. Ja, es ist echt, also Wenn man zu manchmal. dritt spielt, ist das halt so. Ja, es stimmt schon, ja. Aber wir hätten sowieso niemanden gehabt, der jetzt irgendwie Okay, noch kommt was schon, Leute, hätte. ich will nach Hause. Ich weiß, du bist zu Hause. Ich weiß es, ich sehe dich da sitzen, Anderes okay? zu Hause. Ich weiß, du wirst jemanden finden. Wir haben vorgestern auch noch drüber gesprochen. Okay. Hast du durch dein medizinisches Wissen oder durch emotionale Unterstützung geholfen? Yes, Ja. she did. Auf jeden Fall. Hast du deine Heritage ins Spiel gebracht? Ich hätte erst gesagt nein, aber mit der Asrika-Aktion würde ich sagen ja. Okay. Und ich würde auch das Trauma stark machen. Und zwar, weil sie unten im Angesicht von dieser gruseligen Maschine erstmal einfach handlungsunfähig war und gar nichts gemacht hat. Weil das war bestimmt nicht das Klügste, aber fand ich passend. Weil sie ist unstable. Okay. Wie sehen die anderen beiden das? Da ich hier das Trauma verpasst habe, bin ich voll dafür. Okay, klar. Also, ich habe es ja damals auch so ausgespielt und ausgelegt, dass sie zögert und. Und dann nochmal zwei für das höchste Threat Level. Dann bleibt noch ich. Ich habe überlebt. Und sehe ich auch den Trauma, obwohl ich doch die ganze Zeit draußen war. Was ist denn da passiert? Dann, na gut, habe ich heute durch meine Kraft oder durch meine. Ich weiß nicht mal, was Fortitude heißt. Macht. Widerstandsfähigkeit. No, das ist Might. Habe ich Fortitude da ist heute basically Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit. Habe ich damit heute geholfen? Mit Du hast Might, oder? diesen Du hast den Mac Helm getreten. umgekippt. Okay, du hast nicht damit geholfen. Aber du hast den Mac umgekippt und dann Ja, Zero, du ich hast habe den in die Mac Flucht. umgekippt. Den Mac Ja, umgekippt, möglich. okay. Und das konnte nur ich. Also, als keiner da war. Ganz genau. Ich habe meine Heritage ins Spiel gebracht, und zwar nämlich letztes Mal. Das, Ja. falls man sich nicht erinnert, das Yes, warte war. am Text. Ein XP. Okay, na gut, und dann nochmal zwei obendrauf. Die anderen durften auch erzählen. I know. Trotzdem. Dann machen wir erstmal Rewards. Ja, du hast ihn verstanden. Hey, dafür gibt es erstmal einen Schulterklopfer von allen. Dann bekommt ihr als Rewards eine Dose Mitleid. Tut die Oh. gut, ah, richtig erfrischend. Warte, ist noch was Ja, drin? Oh. da verliere ich Okay. direkt meinen ganzen Stress wieder, also. Dann bekommt ihr Ich zwei auch. Moral. Aus naheliegenden Gründen. Denn die Story macht sich natürlich gut. Vor allem die Freigetränke, die ihr all die nächsten 3 Tage überall bekommt, machen sich natürlich auch gut.
Dann wird ein Teil des Nachschubs, der eigentlich für die Guard-Mechanik vorgemerkt war, ohne viel Fanfare in eure Richtung umgeleitet und der Quartermaster darf sich darüber freuen und ihr bekommt 2 Supply. Chama, schreibst du das auf? Ja. Oh, da freue ich mich aber. Ich werde gleich einmal die Tokens rotieren zur Feier des Tages. Dann, ihr habt den Tank nicht geborgen. Aber ihr habt etwas von der Katalysatorflüssigkeit mitgebracht. Ihr könnt sicherlich Aether Magnus dazu bringen, etwas mit dieser Flüssigkeit und Blei zu tun. Ja, machen wir. Ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, der bessere Deal, weil, nein, ich hätte dieses Artefakt nicht mehr nach Skydagger geschleppt. Ich auch nicht. Eben, das, die Sache, das ich mein, ist das zu unmoralisch, ich sehe uns da nicht. Oh, ich sehe uns da schon, aber ich sag mal, es ist, wir und welche Wagenarmee hätten das transportiert? Genau, richtig, wir können es nicht transportieren. Ja, da sehe ich es auseinandernehmt, kriegt ihr es auf einen Wagen. Echt? Also Ashrakhan und die Legate never ever aus moralischen Gründen. Du hast gesagt, das sind 2 Stargates. Weißt du, wie groß 2 Stargates sind? Okay, ich meine von der Form her, nicht von der Größe. Okay. Ich hab mich dann aber auch noch spezifiziert, habe gesagt, es ist gerade so klein genug, dass du die Treppe hoch und runter tragen kannst. Ja, auseinandergebaut, du sagst... Yes! Auseinandergebaut. Ich sag doch, auseinandergebaut kriegt ihr so einen Wagen. Ja, Stargate kann man auseinanderbauen, bestimmt. No, das besteht aus 56 Steinen. Okay, nein, oh gut, ja, ich persönlich, das wusste ich nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich mehr mich dafür ausgeredet, dass wir dieses Ding mitnehmen, aber ja. Ja, ich meine, hättet ihr das Ding da raustragen können? I don't think so. Nö, aber nicht so, wie Sache lief. Aber man hätte vielleicht eine zweite Vision draus machen können, dass wir sagen, okay, wir brechen nochmal ein. Ja, diesmal mit Gewalt, also wirklich, wir gehen da rein und wir holen das Ding raus, komplett. Nein, alles gut. Wir haben es ja richtig gemacht. Wir haben was. Wir machen Aether Magnus und Blight, Kisnau. Ihr hättet halt auch das Ding auseinandernehmen können und die Wirden Old Empire Tech Bestandteile vielleicht irgendwas anderes benutzen. Aber die Chance ist vorbei. Guck mal, außerdem habe ich extra eine Trauma dafür genommen, dass wir das machen konnten. Also ich denke, das ist fair. Also, wie gesagt, ihr könnt Aether Magnus dazu bringen, mit dem Katalysator und Blight irgendwas zu tun. Aber für den Lorekeeper, es zählt nicht als Relikt im Sinne der Entwertung. Nicht? Nein. Okay. Aber as I said, frag mich mal nach. Ich habe ihn vorhin gefunden. Die einzige Stelle im ganzen Buch, in der ein Würfel verwendet wird, der nicht ein D6 ist. Hast du gehört? Ein D4. Hier wird tatsächlich mit einem D3 hantiert. Aber da ihr den Tank nicht mitnehmt, ist das nicht wichtig für euch. Ist das für den Tank relevant, oder was? Yes. Magst du ihn uns trotzdem kurz vorlesen? Es ist ganz einfach. Wiegt ein D6 Corruption von einem Menschen zum anderen. Verteilt Blight in 6 Corruption-Punkte. Der Verwender bekommt dann nochmal ein D3 Corruption obendrauf. Finde ich jetzt nicht so ein guter Deal, ehrlicherweise. Du kannst damit halt Blight Conditions loswerden, indem du die Blight durch die Legion verteilst. Ja, finde ich nicht so gut. Eine Frage jetzt. Also jetzt sind wir durch mit den ganzen, also was wäre dein Vorschlag gewesen, wie man jetzt hätte schaffen können, dieses Ding da rauszubekommen? I don't know. Weil wir wären ja sowieso maximal 3 Spezialisten gewesen. Ja, also wir waren eigentlich zu wenig für die Mission, um das so machen zu können. Ihr hättet die Kommandantin bequatschen können, dass dieses Ding evil ist und sie es euch entsorgen lässt. Ihr hättet in langwieriger Arbeit einen Tunnel in die Kanalisation hauen können, um dann eines Nachts einzusteigen, das Ding auseinanderzubauen und dort hinunterzureichen und von dort aus wegzubewegen. In 68 Tagen. Das ist clever. Ja, doch, das hätte man sich machen können. So Bankraub-Style, right? Ja. Ich überlege mir keine Lösung. Ich sage euch nur, wie es aussieht. Die Lösung auszudenken ist euer Job. Nee, deswegen sage ich ja, also sag ich, ich hätte aber, ich wirklich, ich, wir standen vor dem Teil, also ich ja nicht mal, ich stand ja draußen vor der Tür und ich habe gehört, wie du das beschreibst, dachte mir so, das kriegen wir niemals hier raus, wie sollen wir das rausbekommen? Ja, yes, well, deswegen sind die Rewards auch ohne den Tank schon gut genug. Und deswegen könnt ihr ja trotzdem noch irgendwie Blight Condition aufspalten, wenn ihr Aether Magnus fragt. Aber da reden wir in der Kaffee drüber. Dann, Marshall,
Hättest du die Güte, mir zu sagen, welche Squad auf der Secondary war? Das waren doch die Silverstacks, nicht wahr? Nein, waren sie nicht. Oh. Das waren die Ravens? Es wurde nicht festgelegt. Ach, richtig, wir haben gesagt, es wurde nicht festgelegt. Also, sag mir bitte, welche Squad auf der Secondary war. Frisch mal Gedächtnis auf, was war die Secondary? Das war mit Erkana zusammen, oder mit vier Erkana, in die Katakomben unter der Stadt zu gehen und ein Artefakt zu suchen, das einer der Geliebten des, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, x-ten Kaisers gehört hat, das hoffentlich das Einsetzen des Fluchs, der das Volk von da heimsucht, wenn sie zu lange nicht in ihrer Heimat waren, aufschieben kann. Aha, okay. Gerne ich die Stacks mag, aber das klingt eher nach Ravens. Es ist eine Recon-Mission. Okay. Es klingt sich mehr nach Ravens. Okay, dann sind es die Ravens. Wärst du so gut für uns, den Engagement-Roll für diese Recon-Mission zusammenzubauen? Ich möchte Ruby dabei haben. Die bringt uns erstens den Würfel, weil es eine Assault-Mission ist, und zweitens kann sie dann ihr Auge verlieren. Für die Special-Fähigkeit. Tatsächlich sehe ich hier, Möchtest du einen Soldaten-Squad zusammenbauen? Ah, Entschuldigung, es ist eine Recon-Mission, keine Assault-Mission, aber trotzdem, der Sniper bringt den Würfel. Warte, Ruby ist ein Sniper? Ja, Ruby ist ein Sniper. Oh, damn, warum ist sie immer noch bei den Ghost Owls? Alles gut, okay. Aber warte mal, ich dachte, war das nicht die Mission, wo man nur Rookie schicken konnte, oder war es hier was anderes? Bin ich jetzt vielleicht falsch? Nein, das war eine andere. Nein. Das war die ihr nicht genommen habt. Außerdem würde ich Servanovic dann noch hinschicken für den anderen Würfel. Richtig. Die geben beide ein. Die sind nicht beide Tactician, oder? Nein, doch, klar. Also der Skill, der den Bonuswürfel bringt, haben wir beiden gegeben. So, bei mir hat Ruby den nicht. Nicht Ruby, Servanovic und Luga meine ich. Ja, okay, genau. weil du sagst, Ruby gibt einen Würfel. Ruby gibt als Sniper einen Würfel. Ja, okay, danke. Sie jetzt verhindert einen Würfel ab. Ja, danke, ja, so danke, jetzt sind wir uns einig. Okay. Dann, möchtest du bitte den Roll für uns zusammenbauen? Klar, okay. Es sind nur diese Leute, die wir hier sehen, unterwegs, nicht wahr? Dann kommt sonst niemand mehr dazu, deswegen gibt es dafür einen Würfel. Ihr könnt Arcana mitnehmen. Denn sie wird sich der Legion anschließen, wenn ihr fertig seid. Aber sie ist jetzt noch nicht eingeschworen. Genau. Dann würden wir die Mission ausspielen, würde ich sagen, oh, du kannst sie jetzt sofort anschwören, aber es kommt nicht drauf an. So, sie kann im Dunkeln sehen, by the way. Gut, das ist, okay. Das ist ihre Heritage. Dann schwören wir sie ein und nehmen sie dann, dann mit. Ja, genau. Ich schwöre sie gerne ein und dann nehme ich sie mit. Okay, wer bleibt dafür hier? Francoro natürlich. Nein, sie ist dann ein Specialist. Sorry, sie ist ein Specialist. Ach so, what? Welcher? Dürft ihr euch aussuchen. Oh. Dann nehmen wir sie nicht mit, weil das will ich jetzt nicht entscheiden. Okay. Richtig. Sie könnte eine Liability sein, wenn sie sich zwischenzeitlich als kränklich erweist. So, ich denke, sie versteht, wenn ihr sie nicht mitnehmen wollt. Okay. Ich meine, ihr geht's ja eh schlecht. Also wir machen das ja, damit es ihr besser geht. Also macht das schon irgendwie. Also wie gesagt, wenn das zwischendrin irgendwie wirklich hart zuschlägt, könnte es sein, dass es sie irgendwie schwierig wird. Von daher, ja, ich sehe, warum. Also sie sieht auch ein, dass ihr sie unter Umständen nicht mitnehmen wollt, obwohl sie besteht, dass sie vielleicht sein könnte. Alright, eingeschworene Mitglieder der Legion. Weiter. Möchtest die Kommandantin ein Intel ausgeben für einen Extrawürfel? Ja. Es sind nicht alle, die teilnehmen, Veteranen. Dafür gibt es keinen Extrawürfel. Die Grinning Ravens vertrauen uns, dafür verlieren wir keinen Würfel. Es ist Ruby mit dabei, das heißt, es ist der notwendige Spezialist dabei. Dann, warte, hast du jetzt aber so gesagt, es ist eine Recon-Mission, oder? Ja, Pferde machen keinen Sinn. Wieder mal, okay. Alternativ Blackshot? Wir haben sehr wenig Blackshot. Ihr habt noch drei. Warte, hier sind wieder alle Dinger voll geworden. Oh ja, es ist alles wieder voll. Ich weiß nicht, haha. Tschüss, Leute, ich bin da mal weg. Ich weiß nicht. Ronox war's. Okay, gib der Quartiermeister die passende Ressource aus. Tun wir so, als wäre es Blackshot. Ich glaube nicht, dass wir uns das bei drei Blackshot leisten können. Ich weiß nicht, ob wir neun kriegen. Würde ich auch nicht. Dann nicht. Okay, warte, dann haben wir eins, zwei, drei. Drei Würfel. Aber da sind schon andere drei Würfel in die Hose gegangen.
Meine, alle. Oh, yeah. Immer. Aber zum Glück würfelt der Marshall hier. Ah, yes! Ah, oh! Yes! Endlich die erste Mal! Verdammt, es musste passieren. Ja. Und Greta kommt zurück. Ich hatte solche Angst, dass Greta stirbt. Du weißt, dass Greta gestorben wäre. Ja! Uwe wird befördert. Oder? Okay, schön, dass ihr euch alle freut. Sehen wir nach. Because ja, I don't know. Sehen wir nach. Critical, you succeed at a mission and promote one squad member. Es wird Zeit für Frankoro, komm. Hat Frankoro ja, sein XP nicht fast voll? Das ergibt Sinn. Nee, er hat 0 XP. Na doch, doch, er hat 8. Er hat 8. Er hat 8. Ja, aber die XP gehen ja nicht verloren, dann wird er promoted. Natürlich, alright, die gehen nicht verloren. Und wir können die Ravens trotzdem spielen nächste Runde. Die können die Ravens trotzdem spielen nächste Runde. Nee, dann ja, vorheizen. Nee. Ja, komm, jetzt pack ihm ein bisschen Power drauf, jetzt mach es einfach. Ja, danke schön. Promotion für Frankoro. Dann. Und zwar, ihr bekommt ein Intel. Und ihr bekommt ein Asset, nämlich die Spezialistin Irkana Lamezar. Danke. Warte, okay, warte, kannst du das bitte irgendwo hinschreiben, wie ich das mir notieren kann? Ich nenne sie immer Irkana, sie heißt Ikara. Danke, Daro. Ich hab's extra aufgeschrieben. Ich habe sogar Chamber im Dings noch korrigiert. Na super. Und Chamber, weil sie einmal Arcana genannt hat, hat sich das in meinem Kopf festgesetzt. Ich hatte den anderen Namen notiert und dann hast du mir gesagt, ich lieg falsch. Nein, du lagst falsch. Sie heißt Ikara, du hast die Arcana genannt. Gaslightest du mich gerade? No, ich mein's ernst, ich suche gerade den blöden Dings, wo ich dich korrigiert habe. Ich hier, weiß, du Gaslightest mich. Technisch gesehen, Irkana mit C, aber ich weiß nicht. Und was habe ich umgeschrieben? Ikara, oh fucking hell, ich habe mich selbst gegaslightet. Jamba schneidet das nicht raus. Kannst du jetzt bitte einmal den Namen irgendwo hinposten, damit ich mir den. Sucht euch aus, ob die Frau Ikara oder Irkana heißt. Was geht besser von der Zunge? Irkana, Ikara. Eigentlich Irkana, oder? Die Verwirrung ist unentrinnbar. Sie heißt Irkana Ikara Lamesa nach ihrer Mutter, obviously. Okay. Danke. Danke fürs Gespräch. Sie ist eine Spezialistin mit extra Würfeln und Abilities, aber da reden wir nächste Sitzung drüber, denn ich habe das noch nicht. Und dann, diese Mission war geaugmented von Onyetin, der euch eine uralte Karte aus den Archiven der Festungsverwaltung besorgen konnte. Auf der tatsächlich ein brauchbarer Weg durch die Katakomben erkennbar war. Ihr bekommt ein Intel mehr. So, 2 Intel für die Mission. Ich würde es gerne nehmen, aber ich glaube, es steht uns nicht zu. Why not? Weil ich Supply angesagt habe und die geaugmentete Mission ist doch immer das, was ich ansage. Oh. Das heißt, es verfällt einfach. Sollte die Mission nächste Sitzung, merke dir, oder ich schreibe kurz auf, sollte die Supply-Mission für die Stacks nächste Phase. Sollte die Supply-Mission für die Stacks nächste Phase wiederkommen, gilt das Augment noch. Woo. Das ist fair. Ich weiß nicht, ob Supply wiederkommt. Aber, ja. Ganz kurz. Sevenovic kriegt noch 2 XP. Ja, es ist ebenso wie Ruby. Yay! Mhm. Okay, so. Weil Ruby ein Pro ist, oder? Ist klar für das Shoot. Ganz genau, für das Shoot. Alles für das Shoot. Aber dann wird sie nicht verletzt. Das heißt, wir müssen wegen der Special Ability nochmal reden, weil es keinen Sinn ergibt. Ich sag jetzt, wie es ist. Ich sag jetzt einfach, wie es ist. Sie wird verletzt. Das ist rein fluffmäßig. Das ist die ganze Mission ist deswegen so gut gelaufen, weil sie die eine ist, die verletzt worden ist. Oder vielleicht kennt Ikara Irkana irgendeine fiese darische Hexerei, mit der sie halt dein Auge transmutiert. Halt, gleich das eigene Auge bleibt drin, aber es verändert sich. Du meinst das Auge des Tigers? Das Auge des Sturms, wohl eher. Es würde passend zu ihrer Plight-Condition. Dass sie sozusagen irgendwie diese ganze Blight in ihrem Auge dann sozusagen irgendwie. Oh, und Anton muss das einfach rausoperieren. Genau. Machen wir da eine Szene draus? Nein. Nein?
Ich habe ein Problem mit Verstümmelung. Ich komme damit klar, wenn sie irgendwie verwundet wurde und kriegt ein neues Auge, aber das mit der OP finde ich Heißt das, wir machen es nicht, oder heißt das, wir machen da keine Szene draus? Wir machen da keine Szenen draus und lass mich nochmal drüber Du nachdenken. hast eine Woche Zeit. War das alles? Das war alles, right? Ich denke. Wisst ihr was? Als ich den Gedanken hatte, ja, wir schicken sie auf die Secondary, weil sie wird eh verletzt und dann passt es gut, da haben wir gedacht, vielleicht können wir so provozieren, dass endlich mal alles glatt geht auf der Secondary. Das Problem ist, nächstes Mal stirbt sie dann. Glaube nicht. Dann wird zweimal dieselbe List gebraucht. Den sucht Fex heim.